Hallihallo, meine lieben Mummies, willkommen zurück zu Evil Revelation 2. Entschuldigung, dass ich das jetzt so urplötzlich weggemacht habe. Aber ich war jetzt noch ein bisschen nervös wegen den riesen Geier da mit der Bohrmaschine. Zumindest geht es jetzt weiter. Und ich wusste ja auch noch nicht, dass die Eierköpfe hier noch weiter rumquatschen. So. Auf jeden Fall krasse Sache mit den Riesen da. Ich habe erst gedacht, wir sind verloren, aber wir haben das noch geschafft. Wir haben das noch locker geschafft. Ah, wird so anders, was das wartet, ne? Wir sind einfach die Besten in diesem Spiel. Ach, ist das schön. So, weiter geht's. Ja, jetzt könnten wir einen Bohrer gebrauchen, ne? Hier durch, hilf mir mal! Oh, doch nicht. Ich habe gedacht, ich gehe nochmal zurück und hole eben unseren Kollegen. Der ist ja jetzt größer, der braucht keinen Bohrer, der hebt den dann so von alleine hoch. Aber wir brauchen keinen Bohrer. Na gut. Bereit? Los! Du auch! So, auf jeden Fall zurückkommen wir nicht mehr. Denk mal, den zweiten Double-Charakter wird ja auch wieder Barry und Natalie sein, ne? Denke ich doch mal. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Karte. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, wir sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Tja, bin mal gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Auf jeden Fall bis jetzt alles geil gemacht. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Vor allen Dingen, wo der da gerade mutiert ist. Also sollen wir die dann lieber doch Mutanten nennen? Ah, wir bleiben bei Freaks. Sag mal, war dein Job hier wieder? Sehr schön. Was haben wir denn? Zwei grüne Kräuter, ein Blatt auf unserer Seite. Drei. Sehr schön. Hier kommen wir nicht weiter. Meine lieben Homies, heult nicht zu sehr rum, wenn ich so viele Fehler mache. Weil wie gesagt, für mich ist das hier auch alles Neuland. Jeder Mensch macht Fehler. An meiner Seite ist hier nichts 100% ohne Fehler gespielt. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Nein, hier sind alle Fehler die mit drin. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. 100% Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Ich bezeichne mich nicht als Pro-Spieler, als normalen Zocker, der Spaß am Spielen hat. Und jetzt Thema beendet, weiter zum Spielen. Ja, mit der Munition. Ich sagte, unser Munitionsstand allgemein. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Suchen auf jeden Fall alles ab. Eigentlich am wichtigsten sind die Juwelen und so, ne? Damit wir unsere Fähigkeiten verbessern können. Oh, nein, 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 nein. Was ist das? Der hat Schweine? Oder was war das? Hunde oder Schweine? Mit Gasmasken oder was? Egal. Wir machen alle platt, was uns im Weg kommt. Da gehen wir gleich hin. Erst gucken wir hier nochmal.
Also wie gesagt, das Spiel macht auf jeden Fall Laune. Und so langsam kommt der Boss hier rein. Gut. Dann ab durch die große blaue Tür. Was bist du? Ich sehe gar nichts. Ah, die sind krass, ich komme auf jeden Fall auf die Tiere gerade nicht klar, ey. Auf jeden Fall fügen die einen guten Schaden zu. Ich denke mal, das sind Schweine. So, bleib mir hier mal immer. Falls du auch was abbekommen hast, heilen wir uns erst einmal. Weil wenn einer grünes Kraut hat, dann sind wir das. So, ab hier durch. Oh, da muss Myra wieder machen. Aber das kann die kleine Maus. Da hat die drauf. Das greift gerade hier so ein Schwein an. Ist das mal ein Klopp-Gepenner? Und du auch. Weiß ich, wie drauf steht? Keine Chance, keine Chance habt ihr. Myra verklopft alle hier. Ja, Myra ist gut. Alles cool. Krasse Sache. Mutierte Ferkels. Das hört sich gar nicht gut an. Problem ist auch, wenn ich das Maschinengewehr nehme. Ich schieß viel zu oft dran vorbei. Oh, oh, da sind sie wieder. Das war nur ein Bewohner der Erde. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in einem, was auch immer, verwandelt? Angenommen, sie war's. Auf jeden Fall sterben die. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, das ist natürlich wieder Quatsch. Aber egal. Gehen wir mal weiter hier. Bei mir auf dem Sack jetzt sind die Schweine. Ja gut, der Neil wird das schon machen. Toppers. Sehr schön. Gehen wir mal hier rein. Auf jeden Fall ist hier ein Speicherpunkt. Das ist gut, dann können wir auch gerne ab und zu mal sterben. Aber wir spielen das ja hier professionell durch, wir sterben nicht einmal. Und wenn, dann sterben wir mit Absicht. Alkohol ist immer gut, weil... Myra hat eine Flasche, oder? Tue ich mich jetzt damit. Daraus können wir, glaube ich, gar keine Explosion zaubern, oder? Wir gucken einmal. Doch. Eine Brandflasche machen wir daraus. Sehr schön. Das wird ganz anderes als unsere Explosionsflasche. Okay. Wisst ihr mal Bescheid. Danke, Myra. Und du kannst einmal ein Kraut abgeben.
Wir sind hier in der Bar, so wie es aussieht. Oder ein Restaurant. Da ist wieder Maiwas Job gefragt. Ihre geschicklichen Hände. Und sie hat es ja auf jeden Fall drauf, genauso wie ich. Geht jetzt direkt beim ersten Mal. Hm? Da gesehen? Erstmal direkt verkackt. Einmal hat's geklappt. Einmal müssen wir noch. Hm. Ich verstehe dieses Prinzip nicht ganz. Verstehe ich nicht. Wir sind mal kurz davor und trotzdem klappt das nicht. Und selbst wenn es klappt, habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Sehr schön. Kiste ist auf. Aber ihr seht ja selber. Nach 5, 6, 7 Versuchen schaffen wir das auf jeden Fall immer. Deswegen egal. Tja, was machen wir hier? Nehmen lieber die Schrot erstmal. Aber wenn wir nicht viel Munition haben, ist das auf jeden Fall die sicherste Variante. Da ist auch eine drin. Cool, wenn wir die für Myra nehmen könnten. Ja klar, und dann schießen wir mal daneben, Mann. Ja, hau zu. Komm, hau weiter, du Penner. Gib's doch so, glaub mal. Kennen wir nix. Ach, guck mal hier, den Freak hier. Nee, das machen wir nicht. Die Sache ist die, was ist besser, wenn er zuckt, dann warten mit dem Schießen, bis er wieder auf uns zukommt, oder direkt einfach drauf losballern. Tavernier, wir können den Käfig mitnehmen, okay. Kann auch sein, dass einfach nur was im Kühlschrank drin ist. Deswegen stellen wir den hier erstmal hin und gucken mal hier. Nein, hier ist nichts, okay. Aber wir checken erstmal die Lage. Ach, das wird bestimmt dann hierfür sein. Okay, er sieht auf jeden Fall gut aus. Aber erstmal sichern wir den Raum. So ein Teller oder ist das eine Lampe? Nein, eine Lampe. Aber hier ist, glaube ich, was mein Lieber ist. Nein, auch nur eine Lampe. Man sollte auch schon ein bisschen besser hinschauen. Hey, gehen wir nicht durch. Wir holen uns auf jeden Fall die Shotgun. Haben wir da noch Platz hier frei? Ja. Brauchen wir ja gar nicht. Das macht er, glaube ich, auch unser Steuerkreuz. Wird die Waffe platziert. Sehr schön. Her damit. Wir wollen jedes Gewehr gefüllt haben. 46, 49, okay. Blicke ich nicht ganz durch. Achso, die hat einfach jetzt schon 5 Schuss in sich. Genauso wie die andere 2 in sich drin trägt. Alles klar, dann verstehe ich das. Dann gehen wir mal hier durch. Ach, scheiße, jetzt sind wir direkt wieder draußen und ein Speicherpunkt. Kommen wir denn hier nochmal rein? Natürlich nicht. Und wenn wir sterben, fangen wir aber hier an. Hier, du Penner. Kommt alle, kommt. Der steht wieder auf.
Weiber, du gehst mir voll auf den Sack. Das ist genauso, wenn er zu Hause spielt und irgendeiner rennt tausendmal durchs Bild. Den haben wir platt gemacht. Er gibt uns hier Schrotmunition. Das ist hier viel wichtiger als alles andere. Da hinten läuft noch so ein Riese. Hier ist so ein Schwein mit draufgegangen. Das ist nur zu unserem Vorteil. Schau mal, wie weit der auf uns zukommt. Allgemein, wie viele Schüsse der braucht. Ich glaube, wir warten erstmal ein bisschen immer. Und man sieht, ist er auf jeden Fall nicht der schnellste. Er steckt auf jeden Fall viel ein. Boah, was ist los mit dir, hä? Sterben? Oh, Killer. Jetzt haben wir einen Schlag, wenn wir keine Ahnung bekommen. Aber ich glaube, das sind die Idioten, die kein Gesicht haben. Habt ihr gesehen, was Myra mit dem macht? Kleiner Stricher, der. So. So, auf jeden Fall alles genau durchsuchen. Aber ich will hier echt nichts zurücklassen. Boah, dieses Schweineding, der geht mir so auf den Sack. Vor allem der Beste ist, ich treffe den auch nicht. Ich bin zu blöd dafür. Der überfordert mich auf jeden Fall. Hier können wir gleich durch. Nee, immer noch nicht. Das ist immer noch nicht. Hier können wir gar nicht durch. Myra, nimm mal die leere Flasche mit. Okay. Wir müssen gleich die Kiste wegschieben, dann die andere. Jetzt kommt der wieder angerannt oder was? Auf jeden Fall schauen wir uns hier genau nochmal um, meine lieben Homies. Wir wollen hier nichts vergessen. Vor allen Dingen Munition nicht. Für die Schweine ist Myra, glaube ich, am besten. Die können ihm dann direkt einem die Brechstange geben und gut ist. Na komm, wir nehmen eine rote Kropf mal mit. Können wir direkt einmal kombinieren hier. Sehr schön. Schmeißen wir hier noch ein grünes Kraut rüber. Sieht das ja schon mal gar nicht schlecht aus. Also eine stinkende Chemikalie, die haben wir noch nicht benutzt, da brauchen wir auch gar nicht. Wir machen lieber nur eine Explosionsflaschen und Brennbomben. Auf jeden Fall, meine lieben Homies, machen wir hier einen kurzen Cut. Würde ich sagen. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Kisten hier wegschieben. Oder? Nein, wir machen das so. Meine lieben Homies, bis gleich.